Hallo YouTube und willkommen zu diesem neuen Format. Ich möchte euch jetzt auch im Bereich Datenschutz und Security monatlich auf dem Laufenden halten. Was ist Neues dazugekommen? Womit könnt ihr eventuell in der nächsten Zeit rechnen? Darum soll es einmal gehen. Ich habe mir mal 5 Bereiche rausgesucht und die schauen wir uns an. Als erstes fangen wir an im Microsoft Entra Identity Protection und hier genauer im Bereich Schutz. Identitätsschutz. Und das erste, was wir hier haben, ist das Dashboard in der Vorschauversion. Das Dashboard gibt uns jetzt deutlich mehr Informationen, als es vorher der Fall war. Die ganzen Felder, die wir jetzt hier sehen, sind bei euch vermutlich so wie bei mir aktuell noch nicht wirklich mit Daten gefüllt. Das können wir ändern, indem wir jetzt wie folgt vorgehen. Hier haben wir im Bereich Schützen 3 Richtlinien, die wir erstellen können, anpassen können. Das Ganze ist bei mir aktiviert, allerdings noch nicht so lange. Und hier können wir jetzt bestimmte User, so wie auch beim Conditional Access, einschließen. Mein Breaking Glass Account habe ich ausgeschlossen. Wir können dann natürlich auch nochmal definieren, wann soll das Ganze greifen. Bei einem hohen Risiko, mittleren, niedrigen und auch, was soll denn überhaupt passieren, wenn dieses Risiko erkannt wird. Blockieren oder Kennwortänderung. Das Ganze können wir speichern. Dann wird das übernommen. Selbiges können wir auch für das Anmelderisiko durchführen oder auch für den Multifaktor. Wenn ihr das Ganze dann aktiviert habt, es ein wenig gelaufen ist, solltet ihr hier dann auch schon ein paar Informationen finden. Es sei denn, ihr werdet wenig von Angriffen belästigt, dann werdet ihr hier natürlich wenig bis keine Daten finden. Wenn etwas bei euch anschlägt, könnt ihr das hier einsehen. Wir können dann zum Beispiel auch hier nochmal auf Angriff anzeigen gehen, bekommen dann ein paar mehr Details angezeigt, wenn denn ein Angriff stattgefunden hat. Und wenn ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen nach unten gehe, haben wir auch nochmal eine wunderschöne Karte. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier einen Punkt aus Südamerika. Dann wüsste ich ganz genau, dass dieser Zugriff sehr suspekt ist. Denn in Südamerika war ich noch nicht, bin ich nicht. Ich habe keine Mitarbeiter in Südamerika. Von daher könnte ich ganz genau sagen, dass wenn von dort jemand zugreift, er entweder über ein VPN aus Deutschland sich eingewählt hat, da das wenig Sinn macht, würde ich es als Angriff titulieren. Was wir auch machen können ist, wenn ich jetzt hier in der Karte bin und das Mausrad bewege, können wir reinzoomen. Wir können mit der Maus das Ganze auch bewegen, damit wir auch nochmal ganz genau sehen können, wo denn der Angriff stattgefunden hat. Ihr müsst darauf achten, wenn ich jetzt mit der Maus außerhalb dieses Bilds bin, kann ich scrollen. Wenn ich innerhalb bin, kann ich zoomen. Das geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich nicht weiter reinzoomen kann. Ich kann aber weiterhin hinauszoomen. Ihr werdet wahrscheinlich ein paar Sekunden brauchen, um euch dran zu gewöhnen. Es ist aber nichts Komplexes. Wenn ihr dann die ganzen Richtlinien eingestellt habt und hier auch schon die ersten Informationen seht, haben wir dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, im Bereich der Berichte riskante User uns das Ganze anzuschauen. Hier haben wir jetzt den Toni und mich. Wenn ich jetzt auf den Toni draufgehe, bekomme ich auch nochmal zusätzliche Informationen angezeigt. Wann war seine letzte Aktivität und so weiter. Also diese Berichte können wir uns weiterhin anschauen. Was neu ist, ist Workload Identities. Hier findet ihr hauptsächlich Service Accounts, Datenbanken, also das, was jetzt nicht ein eindeutiger User ist, werdet ihr hier finden. Und ansonsten riskante Anmeldungen und Risikoerkennung solltet ihr aus der Vergangenheit auch schon kennen. Da hat sich nicht viel verändert, aber dieses Dashboard ist wirklich sehr schön gelungen. Auf dem Tenant habe ich jetzt ein paar wenige Informationen, aber wenn ihr ein High Productivity Tenant habt, dort werdet ihr wahrscheinlich deutlich mehr Informationen finden. Springen wir einmal weiter in den globaler sicherer Zugriff Bereich. Der ist neu. Am Anfang müsst ihr hier in erste Schritte etwas aktivieren. Das Ganze ist allerdings noch im Bereich der Private Preview. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass man sich dort jetzt anmelden kann oder auf eine Warteliste setzen kann. Das ist wirklich eine geschlossene Preview, deswegen steht noch nicht alles zur Verfügung.
Aktuell ist das Ganze auch noch kostenlos. Wenn es denn released wird, steht dann natürlich auch ein Kostenblock dahinter. Ich vermute mal, der wird nicht gerade gering sein, aber zumindest jetzt kann man sich schon mal verschiedene Sachen angucken, wenn man auch nicht alles sehen kann. Nachdem ihr hier die ersten Schritte durchgeführt habt, können wir natürlich auch auf diese Buttons gehen. Aber wenn wir jetzt da drauf gehen, sehen wir jetzt hier einfach nur ein paar Artikel. Das ist nichts Besonderes. Um das Ganze zum Laufen zu bekommen, müssen wir Folgendes machen. Wir gehen in den Bereich Geräte, Clients. Hier können wir uns einen Client downloaden, vergleichbar so wie der Azure Active Directory Connect. Das Ganze installieren wir dann entsprechend auf dem Server, verbinden das, damit die Daten auch mit der Cloud ausgetauscht werden können, so dass dann auch Daten hier abrufbar sind. Wenn ihr das Ganze dann soweit eingerichtet habt, können wir auch noch Folgendes machen. Im Bereich der Anwendung gibt es einen Schnellzugriff und in diesem Schnellzugriff können wir Netzwerke hinterlegen. Indem wir jetzt entsprechend auf Hinzufügen klicken, können dann IP-Adressen oder Domänen auswählen, entsprechend die Adressen hier eintragen, hinterlegen, so dass wir auch unsere Netzwerke hier abbilden können, um dann auch entsprechend die Sicherheitsdaten zu erhalten. Außerdem können wir auch noch in dem Bereich, wo haben wir es denn, Unternehmensanwendungen gehen. Und hier können wir auch neue Anwendungen hinzufügen, nach demselben Prinzip, wie wir es eben auch schon gesehen haben, so dass wir dann auch unsere Anwendungen, Applikationen, was wir so in unserem Unternehmen benutzen, hier auch nochmal zur Verfügung stellen können, damit sie dann für die Analyse, für die Auswertung, für den sicheren Zugriff herangezogen werden können, um dann entsprechend auch für diese Anwendung Auswertung zu erhalten oder auch Sicherheitsrisiken. Wenn wir jetzt das Ganze auch auf Richtlinien streuen möchten, können wir in den globalen Einstellungen einmal die Sitzungsverwaltung öffnen und das Ganze hier aktivieren. Wenn wir das machen, werden dann zum Beispiel auch Richtlinien wie Conditional Access herangezogen. Das Ganze wird miteinander verknüpft, verzahnt, so wie ihr es auch aus anderen Microsoft 365 Portalen und Applikationen kennt, dass alles wirklich ineinander greift und auch vernünftig miteinander kommunizieren kann. Alles baut quasi dann aufeinander auf. Das Ganze könnt ihr hier aktivieren und einstellen. Dann springen wir einmal in den Bereich Sicher. Denn hier gibt es Richtlinienprofile. Das Ganze ist, wie ihr hier seht, im Private Preview Bereich. Wir haben hier auch Webfilter-Richtlinien. Auch das ist für den Private Preview Bereich. Wir können in der Zukunft hier Richtlinienpakete auswählen, unseren ganzen Traffic steuern oder auch Zugriff auf bestimmte Internetseiten freigeben. So, dass wir unseren Mitarbeitern erlauben können, zum Beispiel im Internet bestimmte Microsoft-Dienste zu nutzen. Wenn sie dann aber meinen, auf Amazon ihren privaten Einkauf durchführen zu müssen, kann man das dann auch über die Webfilter-Richtlinien sperren, so dass wir dann quasi auch entscheiden können, wo kann denn der Mitarbeiter surfen, wo darf er nicht surfen, also auch blacklisten. Es gibt auch die Möglichkeit, Richtlinienpakete für freigegebenen Traffic zu nutzen. Diese finden wir unter Verbinden und dann haben wir hier den Datenverkehrsweiterleitung. Und hier haben wir schon mal so zwei Profile. Einmal ein klassisches Microsoft 365 Profil und einmal ein Private Access Profil. Wenn wir das Ganze strukturieren möchten, wenn wir sagen möchten, Microsoft 365 Dienste sollen genutzt werden, kann man dann natürlich das entsprechende Microsoft 365 Profil auswählen, OK zuweisen, dann ist das Ganze auch zugewiesen. Wir können das Ganze aber auch über Private Access Profil bereitstellen. Wir sehen dann auch, dass das Ganze auf alle Devices ausgerollt wird. Und was wir auch machen können, ist, hier ist das Ganze nicht aktiviert, wir können das verbinden mit dem Conditional Access, also mit dem bedingten Zugriff. Die Richtlinien, die dann dort hinterlegt sind, würden dann ebenfalls für dieses Profil greifen. Dann haben wir nochmal einen doppelten Boden, zusätzliche Sicherheit. Auch hier seht ihr wieder, am Ende des Tages greift das alles wunderbar ineinander und kann dann auch entsprechend wunderbar genutzt werden. Im Bereich der Connectors finden wir den Application Proxy.
Auch hier müssen wir, bevor wir den nutzen können, erstmal den Connector downloaden, auf dem Server zur Verfügung stellen, dann eine Connector-Gruppe erstellen. Und der Sinn hier ist, wir haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen lokalen Dienst hinter die Cloud zu setzen, so dass wir dann quasi über eine URL auf diesen lokalen Dienst zugreifen können. Glücklicherweise würde dann auch entsprechend alles Sicherheitsrelevante, was Microsoft zur Verfügung steht, auch für diesen Offline-Service, der er ja physisch ist, greifen. Wir haben eine erhöhte Sicherheit, wir haben eine erhöhte Flexibilität und können dann entsprechend auch über die Cloud drauf zugreifen. Gibt einem dann auch nochmal neben dem Schutz, den wir hier erhalten, auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze über die Cloud zu nutzen. Ist wirklich ein sehr cooles System, gerade dann, wenn wir noch viele Offline-Produkte in unserem Unternehmen aus diversen Gründen nutzen müssen, dann könnt ihr das Ganze nutzen, gibt euch wirklich sehr viele Vorteile. Und zum Schluss springen wir auch nochmal ins Monitoring. Hier gibt es so den Standard, aber auch hier seht ihr, es steht nicht alles zur Verfügung, aber im Grunde genommen bekommen wir hier Berichte und auch Protokolle, die wir dann auch auswerten und nutzen können. Zum Beispiel hier für die Microsoft 365 Protokolle gibt es auch nochmal eine kleine Anleitung, wie man das Ganze aktivieren kann. Aber neben diesen Standardberichten, Protokollen haben wir auch noch die Möglichkeit, Workbooks, Arbeitsmappen zu erstellen. Die findet ihr dann entsprechend hier unten. Zu den Kosten hatte ich ja gesagt, aktuell ist das Ganze kostenlos in der Private Preview. Wir können nicht alles nutzen, wir können aber schon mal ein kleines Geschmäckle bekommen. Kostentechnisch wird das jetzt wahrscheinlich nicht bei wenigen Euro liegen, sondern eine etwas höhere Kategorie haben. Wenn denn irgendwann mal Preise bekannt sind, versuche ich euch entsprechend auch zu informieren. Damit sind wir in diesem Bereich auch schon durch und springen einmal in den Bereich Conditional Access. Bedingter Zugriff. Und als erstes schauen wir uns hier die neuen Vorlagen an. Denn im Bereich der Vorlagen passiert immer wieder was Neues. Neue Vorlagen kommen dazu. Wir bekommen hier quasi eine Baseline an Richtlinien, die uns Microsoft zur Verfügung stellt. Wir können diese aber auch immer noch anpassen. Und für mich ist das Wichtigste, was man immer als erstes machen sollte, einmal die Richtlinien für die Administratoren aufsetzen. Die Administratoren müssen gesondert geschützt werden. Gerade sowas wie MFA ist essentiell und auch Zero Trust. Wenn ihr in diesem Bereich die wichtigsten Richtlinien eingesetzt habt, habt ihr auf jeden Fall eine Baseline Security, die schon mal nicht verkehrt sind. Aber es empfiehlt sich auch regelmäßig reinzuschauen, denn Microsoft veröffentlicht immer mal wieder neue Vorlagen, die uns das Leben dann auch nochmal ein bisschen einfacher machen. Doch gehen wir einmal wieder zurück in den bedingten Zugriff. Hier haben wir auch noch die benannten Standorte. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Standort hinzufügen möchten, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, IPv6 zu nutzen. Das Ganze wird ja von vielen genutzt, stand nicht immer zur Verfügung. Aber spätestens jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, hier Bereiche im Bereich IPv6 zu nutzen. Wenn ihr das Ganze noch nicht wusstet, hier einmal die Info, dass ihr diese Variante jetzt auch nutzen könnt. Dann gehen wir einmal weiter in die benutzerdefinierten Steuerelemente. Das Ganze ist auch noch in der Vorschauversion. Und wenn ich jetzt hier auf Neu gehe, sehen wir ein JSON-File. Und hier haben wir die Möglichkeit, den SSO für Third-Party-Apps einzurichten, zu aktivieren, zu konfigurieren. Das Ganze findet ihr hier in diesem Bereich. Und gerade SSO für Third-Party-Apps bringt auch wieder viele angenehme Vorteile, wenn ihr das Ganze aktivieren möchtet und euch in JSON auskennt, könnt ihr das hier auch entsprechend anpassen und konfigurieren. Ansonsten springen wir noch einmal in den Bereich Richtlinien. Wir haben ja hier einige Richtlinien, die ich schon erstellt habe. Und hier hat sich auch wieder einiges getan. Zum einen haben wir jetzt hier wieder neue Möglichkeiten und auch weitere Möglichkeiten, externe User einzubinden, definierte Ressourcen oder auch Geräte einzubinden. Aber auch, ich muss mal eben schauen, ich glaube, das war Zielressource, genau.
Wenn ich jetzt hier das Dropdown öffne, haben wir auch globaler sicherer Zugriff. Das war das, was wir uns eben schon mal angeschaut haben, noch in der Vorschauversion. Also wenn wir dort etwas eingestellt haben, können wir das Ganze auch hier für den Conditional Access nutzen. Zusätzlich haben wir auch weitere Möglichkeiten bekommen. Ich muss einmal kurz schauen, hier im Bereich der Bedingungen, zum Beispiel auch sowas wie den Gerätefilter können wir auch nutzen. Aber ich möchte euch auch noch mal etwas Lustiges zeigen. Geräteplattform, hier haben wir immer noch das Windows Phone, was mich immer mal wieder zum Schmunzeln bringt. Also in einigen Bereichen macht Microsoft sehr viel, aber so Legacy, veraltete Dinge nimmt Microsoft nicht heraus. Mal schauen, wie lange es dauert, bis dieses Windows Phone endlich mal hier verschwunden ist. Damit wären wir aber auch schon im Bereich Conditional Access, bedingter Zugriff, durch. Und ich nehme euch einmal mit in den Bereich Security, denn beim Microsoft 365 Defender hat sich natürlich auch sehr viel getan. Und das Schöne ist, wir haben ja so viele Plattformen wie Sentinel, Defender for Endpoint, Defender for Cloud, App Security, was es da so alles gibt. Das wird mittlerweile noch nicht komplett, aber zum größten Teil hiermit integriert. Es fließt mit hier ein, so dass wir dann auch die Möglichkeit haben, das hier teilweise zu nutzen. Und als erstes springen wir, wo haben wir es denn? Angriff Simulationstraining, das schauen wir uns an. Denn wir haben hier die Möglichkeit der Simulation bekommen. Wenn ihr die Simulation noch nicht kennt, noch nicht damit gearbeitet habt, schaut euch das Ganze einmal an. Das ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, mal durchzusimulieren, wenn User eine E-Mail bekommen, die ein bisschen suspekt ist. Wie gehen Sie damit um? Melden Sie das, klicken Sie auf irgendwelche Links, laden Sie sich irgendwelche Dateien runter. Das, was so der größte Security-Aspekt in einem Unternehmen ist, der Schulungsaspekt, kann hier einmal kontrolliert werden, um einmal zu schauen, wie gehen denn meine User mit potenziellen Gefahren um? Wie muss ich meine User schulen, um sie zu sensibilisieren, dass entsprechende Sicherheitsbaustellen im Bereich der User eventuell abgestellt bzw. minimiert werden, weil auf Null werden wir niemals kommen. Aber hier habt ihr eine schöne Möglichkeit, das Ganze einmal durchzuführen. Und mittlerweile sind dort die Möglichkeiten, Anpassungen durchzuführen, wirklich auch sehr gut. Dann springen wir einmal nach oben in den Bereich Threat Intelligence. Und hier haben wir die Bedrohungsanalyse. Hier wird mittlerweile auch der Sentinel und Defender for Endpoint mit integriert. Das Dashboard hat ein kleines Update bekommen. Leider habe ich jetzt hier auf einmal keine farblichen Kategorien. Ich glaube, ich habe am Filter zu sehr rumgespielt. Aber wir haben hier ein schönes Facelift, ein Redesign bekommen. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf eine dieser Meldungen klicken, haben wir hier oben auch sehr viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Zum einen können wir uns auch einmal durchlesen, was passiert denn hier genau? Wieso machen wir das überhaupt? Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier verwandte Vorfälle uns anzuschauen, betroffene Ressourcen, was ist denn hier wirklich betroffen, Endpoint, Gefährdung und dann auch, was sind denn die empfohlenen Maßnahmen? Das Ganze können wir uns hier anschauen, aber für die meisten wird wirklich am wichtigsten sein, einfach mal zu schauen und zu lesen, was bewirkt das Ganze, wie funktioniert das, was ist der Hintergrund. Das findet ihr auch hier in dem Bereich plus Redesign und die Integration von anderen Portalen, die Microsoft so bietet. Und wenn wir das Ganze hier natürlich auch umsetzen, einstellen, konfigurieren, hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Sicherheitsbewertung. Die finden wir hier. Gemäß eurer Lizenzierung werdet ihr hier eventuell mehr finden, weniger finden, aber das Ganze fließt dann wirklich hier hinein. Und hier habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, was kann ich in meinem Unternehmen noch machen, damit das Ganze ein bisschen sicherer wird. Für mein Unternehmen, für meinen User, für meine Daten. Und wie gesagt, andere Portale wirken mittlerweile auch in diesen Security Score mit ein. Und damit sind wir schon fast am Ende, denn wir springen in den Bereich Compliance.
Weil dort habe ich auch noch mal ein bisschen was für euch. Beim Compliance geht es ja hauptsächlich so um den Lebenszyklus. Und da schauen wir uns natürlich auch den Datenlebenszyklus an. Microsoft 365 ist ja das, was man hauptsächlich konfiguriert. Seit längerem oder seit Jahren haben wir hier auch Exchange mit drin. In dem Fall Exchange Legacy. Und hier gibt es eine Default-Richtlinie. Wenn ich jetzt einmal hier drauf gehe, haben wir verschiedene Aufbewahrungsfristen oder auch Retention Tags. Diese können hier bearbeitet werden. Darum soll es aber nicht gehen, denn wenn ich euch einmal mitnehme in mein Exchange, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf eine E-Mail den Rechtsklick mache, bei erweiterten Aktivitäten eine Richtlinie auszuwählen und diese E-Mail mit einer Aufbewahrungsrichtlinie zu kennzeichnen. Mittlerweile funktioniert das nicht nur für E-Mails, sondern ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Ordner Rechnungen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage Richtlinie zuweisen, kann ich dem gesamten Ordner zum Beispiel eine Richtlinie geben, dass die Daten über 5 Jahre nicht gelöscht werden können. So habe ich dann nicht mehr den Aufwand, jede E-Mail einzeln zu taggen, sondern kann einen kompletten Ordner mit einer Aufbewahrungsrichtlinie versehen und alle Mails, die dort in diesen Ordner geschoben werden, bekommen dann auch automatisch diese Richtlinie. Ist eine sehr schöne und eine sehr mächtige Funktion, die wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten. Springen wir aber einmal zurück in diesen Bereich. Da habe ich noch einmal eine Neuerung, die ich euch mit an die Hand geben möchte. Das ist Insider-Risikomanagement. Auch hier wieder ein sehr mächtiges Tool, ein sehr umfangreiches Tool. Und hier haben wir neu dazu bekommen den adaptiven Schutz. Auch hier sehen wir auch nochmal die Vorschauübersicht. Machen wir einmal eine neue Richtlinie. So, dann erstellen wir eine Richtlinie und kommen jetzt hier in den Bereich Verwaltungseinheiten. Die Verwaltungseinheiten sind wichtig, denn ich möchte ja nicht unbedingt jede einzelne Person irgendwie mit dieser Richtlinie versehen, sondern ein Bereich, ein Verzeichnis, ein Scope, und um die Scopes geht es. Denn für den adaptiven Schutz sind Scopes erforderlich. Und wo finden wir die Scopes? Indem wir hier einmal hochscrollen und hier sehen wir schon Rollen und Scopes. Wenn ich hier drauf gehe, Adaptive Scopes, die müssen wir im Vorfeld erstellen. Sagen wir einfach mal Bericht erstellen, können dann dem Ganzen hier einen Namen geben, eine Beschreibung, springen auf Weiter, können nun hier auch eine Verwaltungseinheit auswählen, springen nochmal auf Weiter. Wofür soll das Ganze greifen? Sagen wir mal Microsoft 365 Gruppen. Und das hier, Gruppenabfrage, ist das Wichtigste, denn diese Scopes können dynamisch sein. Heißt im Endeffekt, ich habe verschiedene Standorte, dann kann ich hier ganz genau deklarieren, ich habe ein Attribut, das muss gleich, sagen wir mal, Berlin sein. Ich kann auch mehrere Abfragen, mehrere Attribute, hier sehen wir es, hinzufügen, so dass ich das Ganze wirklich sehr spezifisch machen kann. Bestimmter Standort, bestimmte Abteilung, was euch da so einfällt, um das Ganze wirklich detailreich zu machen. Dann erstellen wir diesen Scope und diese Richtlinie, die wir dann zum Beispiel im Insider Risk Manager erstellen, würde dann für diesen Scope greifen. Der Scope baut sich dynamisch auf. Das heißt, ich muss nicht jeden Mitarbeiter der Finanzabteilung Berlin, sagen wir mal, hinzufügen, sondern neue Mitarbeiter, die eintreten, den entsprechenden Standort eingetragen bekommen in ihr Objekt und auch die Abteilung eingetragen bekommen in ihr Objekt. Für die würde dann entsprechend diese Richtlinie greifen. Er hat sehr viele Vorteile, natürlich auch administrative, zeitliche Vorteile, weil wir nicht alles per Hand einstellen müssen. Auch wieder ein sehr mächtiges Tool, vor Bedrohungen zu schützen, vor Bedrohungen zu warnen. Und wenn ihr das Ganze noch nicht kanntet und mit dem Insider Risk Manager arbeitet, solltet ihr euch das auf jeden Fall anschauen, spart euch sehr viel Zeit. Und damit sind wir für den ersten Review einmal durch. Das sind so die Funktionen, die in den letzten Wochen neu dazugekommen sind. Und wenn ihr mögt, hören und sehen wir uns wieder im nächsten Monat, wenn es dann natürlich auch wieder die neuen Neuerungen gibt.